Kaliningrad Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 177.160 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. 23.803 Genesungen stehen dem gegenüber. 1.625 Sterbefälle sind in Russland für den bisherigen Gesamtzeitraum zu beklagen. 4,8 Millionen Virusteste wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 3%. 11.231 Erkrankungsfälle gab es am heutigen Berichtstag. 2.476 Genesungen stehen dem gegenüber. 88 Sterbefälle sind in Russland für den aktuellen Berichtstag zu beklagen. 170.000 Virusteste wurden am Berichtstag durchgeführt. Die Coronavirus-Erkrankung hat alle russischen Regionen erfasst. Schwerpunkt ist der Großraum Moskau mit 110.108 oder 62% aller Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 7.453, die Region Nischni Nowgorod mit 3.610, das Gebiet Murmansk mit 2.272 und die Republik Dagestan mit 2.372 Erkrankten. 51.345 oder 29% aller Erkrankten konzentrieren sich in den weiteren Regionen Russlands. 599 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert. Dies sind 0,3% der Gesamterkrankungen in Russland. 154 Genesungen stehen dem gegenüber. 11 Sterbefälle sind im Kaliningrader Gebiet für den bisherigen Gesamtzeitraum zu beklagen. Der Yandex-Index der Selbstisolierung beträgt für den Berichtstag 2,1 von möglichen 5,0 Bewertungspunkten. 16 Erkrankungsfälle gab es am heutigen Berichtstag im Kaliningrader Gebiet. Dies sind 0,1% aller Erkrankungsfälle in Russland für den aktuellen Tag. 31 Genesungen stehen dem gegenüber. 0 Sterbefälle sind im Kaliningrader Gebiet am heutigen Berichtstag zu beklagen. Beachten Sie, dass in Kaliningrad ein Selbstisolierungsregime festgelegt ist. Nur Personen mit einem Passierschein vom Arbeitgeber dürfen sich im Rahmen der dort geregelten Details im Freien bewegen. Für alle anderen gilt Ausgangsverbot, mit den Ausnahmen, die in der rot hinterlegten Grafik genannt worden sind. Weitere Informationen aus dem föderalen Russland. Der russische Präsident Putin hat angewiesen, die finanzielle Versorgung der Mitarbeiter im medizinischen Dienst, welche im Bereich der Bekämpfung der Corona-Infektion eingesetzt sind, weiter deutlich zu verbessern. Betroffen hiervon sind Ärzte, mittleres und Basispersonal, Fahrer von medizinischen Fahrzeugen der schnellen medizinischen Hilfe. Diese erhalten im Todesfall 2,7 Millionen Rubel, bei zeitweiligen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 68.000 Rubel, bei Verlust der Arbeitsfähigkeit mindestens 688.000, höchstens 2 Millionen Rubel in Abhängigkeit von der Invaliditätsstufe. Eine Umfrage von Lithium unter 3.000 Arbeitnehmern hat ergeben, dass 42% der Befragten sich so mit der Distanzarbeit angefreundet haben, dass sie dieses Regime auch nach dem Ende der Krise fortsetzen wollen. 52% der Befragten wünschen sich, dass der Staat die Möglichkeit der behördlichen elektronischen Dienstleistungen weiterentwickelt. Und 50% meinten, dass das System der freiwilligen Arbeit sich so fortsetzen möge. 37% fanden das System der Online-Qualifizierung gut. Das russische Transportministerium plant die Pflichteinführung von Schutzmasken und Handschuhen in allen Formen der Passagierbeförderung ab Ende Mai. Weitere Informationen aus dem Kaliningrader Gebiet. Heute keine Zusatzinformationen aus dem Kaliningrader Gebiet.